Willkommen zum Mutbringer. Geboren im falschen Körper, darum geht es heute. Um diesen inneren Kampf, um die innere Zerrissenheit, die eigene persönliche sexuelle Identität in Frage zu stellen. Scheiße, ich bin eine Frau, obwohl ich als Mann zur Welt kam. Oder andersherum. So erging es Dana Ditzemann, die als Daniel zur Welt kam. Was bedeutet es, sich einer Lebenslüge bewusst zu werden? Was bedeutet es, beleidigt zu werden und trotzdem für sein Leben zu kämpfen? Boah, das ist ja krank und pervers. Das ist unnatürlich. Es gibt nun mal nur Mann oder Frau. Und wer so denkt, dann sage ich nur unnatürlich? Ha? Alles, was in der Natur vorkommt, ist natürlich. Es sind nur unsere Bewertungen in Schubladen, wie die Dana gleich erzählen wird. Nun, ich hoffe, du bist aufgeschlossen genug, um diese wundervolle, starke Frau kennenzulernen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit mir, Peter Matthias Mrowiec und Dana Ditzemann. Liebe Dana, ja, dein Zuhause ist eine Baustelle, ein bisschen, jetzt Renovierungsarbeiten. So eine Parallele auch zu deinem eigenen Leben. Es spiegelt gerade mein Leben wirklich wider. Wir sitzen hier im noch Schminkzimmer und demnächst wird das das Schlafzimmer und das wird komplett renoviert. Die Wände passen von der Farbe nicht, der Fußboden nicht. Ich hätte gerne alles weiß. Ich mag, obwohl ich bunt bin, das sieht man in den Nagellacken hier im Hintergrund, aber ich mag diese Farbe einfach nicht. Es ist eine Baustelle. Ich stehe gerade an einem riesen Umbruch in meinem Leben. Aber auch die letzten 6 Jahre waren extrem anstrengend, schön, absolut lehrreich. Ich habe Erfahrungen gesammelt. In diesen 6 Jahren habe ich mich äußerlich gewandelt vom sichtbaren Mann zur Frau. Richtig. Und das ist eine harte Nummer, muss man so im Nachhinein sagen. Und aktuell bist du 50, das heißt, der Umbruch kam ja so um die 40 rum. Danke, dass du jetzt mein Alter verraten hast. Alles gut. Ja, man sieht dir ja die 50 nicht an. Ich werde oft gefragt, wie hast du festgestellt, dass du eine Frau bist? Richtig, das ist jetzt meine Frage. Du weißt ja, Mutbringer, genau. Geht es um Thema Mut zu sich selber zu reflektieren, zu erkennen, wenn man denn eigentlich ist. Und da ist so ein Identitätswechsel, will ich mal nennen, oder Erkenntnis, ich bin doch jemand anders, ja, ein wirklich harter Tobak, kann ich mir vorstellen. Ja, der Wechsel, wir nennen es mal Wandel oder geschlechtsangleichende Maßnahmen, die dazu führen, dass ich vom rechtlichen Mann jetzt zur rechtlichen Frau, medizinisch auf der weiblichen Seite und so weiter. Das ist ein Prozess, der sehr, sehr lange geht. Und dem geht voraus natürlich eine Phase der Erkenntnis. Das heißt, ich muss erstmal erkennen, was bin ich eigentlich? Und viele, viele, die ich kenne, viele Transfrauen, ist ein Schubladenbegriff, aber ich sag mal, viele Frauen, die in einen Männerkörper geboren worden sind, haben so in der Mitte ihres Lebens einen Prozess, wo sie einfach im Leben stehen. Da ist Familie, Kinder, da ist ein Haus, da ist ein toller Job. Und eigentlich ist alles toll. Und dann reflektieren diese Menschen ihr Leben, ihre Lebenssituation und sagen, das ist doch noch gar nicht mein Leben, was eigentlich wirklich in mir schlummert. Die berühmte Leiche im Keller. Und dann fangen die an und graben ihre Leiche aus. Da ist dann oft diese Kiste mit Klamotten. Das ist so dieser Transvestit. Da wird mal, wenn die Frau nicht da ist oder heimlich, wird eine Damenstrumpfhose angezogen. Da werden Elemente aus dem weiblichen Bereich einfach benutzt, um seine innere Weiblichkeit nach außen zu bringen. War das so bei dir? Bei den Transvestiten ist das ja so ein ganz typisches, die wir kennen, die wir draußen sehen, ein Mann, der sich als Frau verkleidet. Bei mir ist es ein ganz schleichender, langsamer Prozess gewesen, der irgendwann anfing im jugendlichen Alter, ich habe mir mal ein Kleid gekauft. Das habe ich einmal angezogen und dann seitdem lag es im Schrank. Und einfach so zum Spaß? Ich wusste es gar nicht, warum. Es war ein innerer Antrieb. Ich war auch nie Fußball spielend. Ich habe mich nie geprügelt mit den Jungs. Ich war immer bei den Mädels, kam mit denen viel, viel besser zurecht und habe mich so wie eine von ihnen gefühlt auch. Das ist so von innen heraus, du hast keine männliche Seite. Das heißt aber noch lange nicht, du bist kein Mann. Und als Kind oder als Jugendliche hast du ja erstmal andere Sorgen. Da kannst du das auch gar nicht reflektieren.
weil du gar nicht so weit bist. Du hast die Mechanismen ja gar nicht an Bord. Das kommt dann so ganz, ganz langsam und es kommt, und das kam bei mir, nicht so dieser Erkenntnisgewinn, ich stehe beim Bäcker in der Schlange, ach, morgen werde ich eine Frau und gehe dann zum Arzt, ich hätte gerne ein Rezept, Frau 2.0, können Sie mir das mal ausstellen und dann werde ich das. So funktioniert es ja nicht, sondern es ist ja ein innerer Prozess, dass du eine Erkenntnis brauchst. Die Erkenntnis kam durch sehr viele Spiegel von außen. Du bist sehr weiblich, bist du schwul. Ich wurde ganz oft für schwul gehalten, weil ich so eine feminine Artikulation wahrscheinlich Aber habe. du hattest ja Freundinnen im Laufe deines Ja, männlichen Lebens. ich bin ja heute verheiratet. Meine Frau hast du kurz kennengelernt. Das ist so meine vierte große Beziehung. Und ich hatte drei Beziehungen davor und viele, viele Versuche, die alle irgendwo nicht funktioniert haben, aus diversen Gründen. Aber ich würde heute sagen, ein Grund ist, diese Frauen haben einen Versorger gesucht, sprich einen klassischen Mann. Ich bin hier die Hausfrau in diesem Haushalt. Ich mache die Wäsche, ich sorge für Ordnung. Ich bin von der sozialen Rolle eine Frau. Und das war ich damals auch schon. Und deswegen hat das auch nicht funktioniert, weil ein Mann, der das Geld ranholt, der Versorger, der Kümmerer im Prinzip. Und das ist gescheitert einfach. Und da hätte ich schon merken müssen, als mir irgendwann mal so eine der vorletzten Beziehungen, die mir das vom Kopf knallte, ich suche einen Versorger und das bist du nicht. Und dann war es beendet. Und das habe ich aber nicht wahrgenommen in dem Sinne, okay, woran liegt das? Ich habe mir die Schuld vielleicht in meinem Verhalten gesucht, aber nicht in meinem Wesen. Und diese Erkenntnis, ich sag mal so, wenn du Zahlen haben möchtest, so mit 40, 41, 42 fing das also vehementer an, Interesse an weiblicher Kleidung. Da geht es dann los. Da frage ich mich, okay, was ist das? Das ist einfach, du willst die Frau, die in dir ist, ausdrücken. Du willst sie darstellen. Das ist dieser Transvestit, das ist so ein bisschen über das Androgyne und so fing es an. Deswegen sitzen wir heute hier auch vor der Schminkecke, Schminktisch, Genau, ja. Nagellacke. Hier ist noch so das Element aus den ersten Zeiten. Also, Also es ist jetzt fast kein Unterschied zu den aktuellen Haaren, ne? naja, die Die Haarfarbe, Länge. die dritte Friseuse hat es auch hingekriegt jetzt. Das ist gar nicht so einfach. Es sieht natürlich aus wie eine Verkleidung. Es ist Mittel zum Zweck, Aber da hast du dich natürlich. das schon getraut, das zu machen. Also, es fing natürlich an, so vor 7 oder vor 6 Jahren zum ersten Mal androgyn rumzulaufen. Das heißt, die Klamotten werden weiblich. Stretch Jeans, enge Tops, Oberteile, Hot Pants im Sommer, farbige Nagellacke, blau fing es also an. Das war so ein Mann, der noch mit Bart rumlief. Der Bart war noch da und dann sich im Prinzip so auf so einem als so ein Zwischenwesen sich dann so darstellt. Also Auch in der Öffentlichkeit in schon. der Öffentlichkeit. Ich bin rumgelaufen mit blau lackierten Nägeln, ich bin mit Hotpants rumgelaufen, ich bin aber eben noch als sichtbarer Mann, also noch keine Brüste. Und dann kam irgendwann so am Wochenende die Geschichte, und die ist sehr aufwendig. Vom Aufstehen bis aus dem Haus gehen hat es 2 Stunden gedauert. Und wir können es ja mal in die Kamera halten. Und wenn man natürlich noch keine Brüste hat, dann muss man sich welche ankleben. So, und wenn wir es wissen wollen, wir haben ja ein paar neugierige Zuhörer, Ja. das klebt natürlich selbst, das ist klebend. Und das ist jetzt die linke und die klebt man sich dann dahin und dann trägt man ein BH und dann hat man eine Brust. Das ist ein B-Körbchen, 350 Euro, Peter, deine medizinisches Brust in der Hand. Silikon, ja. Na naja, gut, ich bin ja flach gebaut gewesen und wenn man natürlich noch keine Hormone nimmt, dann hat man auch noch keine Brust. Aber So. jetzt versuche ich mich, was sehr schwierig ist, bis gar unmöglich, in dich hineinzuversetzen. Es fängt mit dem Wandel an, mit dieser Leiche im Keller. So, ich probiere mich mal aus, ziehe Frauenklamotten an, Nagellack und gehe nach draußen. Also dieser Schritt in die Öffentlichkeit, so von wegen, da scheinst du ja auch schon so viel Mut gehabt zu haben, dass du sagst, ah, Ja, scheiß ja. drauf, was die anderen sagen. Also, meine Frau hat gesagt, den Nagellack trägst du nicht außerhalb des Hauses. Diese Schuhe ziehst du nicht an, also solche Hacken. Ich sage, ich möchte es aber gerne, das gehört zu mir. Ich bin eine Frau. So, nein, das sollen die Nachbarn nicht mitkriegen. Die Nachbarn, was sollen die Nachbarn denken? Ich bin also hinten im Garten raus. Sie ist einmal ums Haus gefahren mit dem Auto. Ich bin hinten reingesprungen dann und sind wir weggefahren über den Feldweg, damit es ja keiner sieht. Und wenn wir in der Stadt waren, hat sie sich auch eine Perücke gekauft, damit sie nicht erkannt wird, wenn wir unterwegs los sind. Auf dem Weihnachtsmarkt und so weiter waren so Also die auch so ein ersten Versteckspiel. Versuche. Ja, weil sie Angst hatte. Das ist Angst, erkannt zu werden. Oh, was ist jetzt mit deinem Freund? Oh, dein Freund ist ja ein Transvestit. Das geht ja gar nicht so. Das passt ja nicht in das Schema der Leute. Da wären wir bei Weltbildern da schon.
Der Leidensdruck ist irgendwann so groß, dass du sagst, das ist mir egal. Ich will mein Leben leben. Ich will das endlich sein, was ich meine, was ich in mir bin. Und das kristallisiert sich über die Monate heraus. Du bist kein Mann. Okay, wenn du kein Mann bist, dann bist du das andere. Dann bist du eine Frau. Ich würde heute für mich sagen, 70% ist weiblich, 30% ist männlich. Bin ich auch ganz froh, dass die Dana, die wäre nicht da ohne die männliche Seite, den Daniel, so hieß ich früher in der Geburtsurkunde, das ist alles korrigiert, es gibt den nicht mehr, auch für die GEZ nicht mehr, die hat aber immer noch Schwierigkeiten, das endlich mal umzuschreiben. Und ankommen, das ist der Punkt, das kann man sich vornehmen, nachdem du also die Erkenntnis hast und dann verinnerlicht hast, scheiße, du bist kein Mann. Oh, das war eine Lebenslüge also. Genau, also Thema Lebenslüge, die hast du ja 40 Jahre unbewusst gelebt. Das war ja nicht absichtlich erstmal. Sondern klar ärgere ich mich, es hätte alles eher sein können. Ich hätte vielleicht schon 10 Jahre eher die Erkenntnis auch mal durch den Spiegel der Leute um mich herum bekommen können. Aber ich war auch noch nicht reif. Ich war vielleicht gefangen noch in meiner kleinen Welt, im Job, die Beziehung aufzubauen, das alles am Laufen zu bringen. Und da bin ich vielleicht auch hinten runtergefallen ein Stück weit. Und wenn aber irgendwann dann dein Gefühl so groß ist, das ist nicht dein Leben, du spielst eine Rolle, das bist du nicht, du bist was anderes und dann probierst du dich aus und dann wirst du mutiger, weil sich's gut anfühlt. Das ist einfach, es passt zu dir, es ist dein Ding und dann machst du das weiter. Das ist wie mit vielen Hobbys, Mountainbike, Skifahren, was auch immer, wenn dir das gefällt, machst du das ja auch weiter. Ist ja hier was anderes, du änderst. Das Schlimmste, was du machen kannst, du änderst hormonell deinen Körper, du baust es alles komplett um, aufs weibliche System. Ich bin heute hormonell gesehen eine alte Frau, Alter hatten wir ja schon, in den Wechseljahren, muss meine Hormone nehmen, meine Medizin nehmen, aber bin weg von der Männerrolle und bin medizinisch zumindest weiblich. Das ist so die eine Seite, das Medizinische. Das Rechtliche auch, all die ganzen Sachen umschreiben, das ist also alles seit Jahren, seit über 2 Jahren durch an der Stelle. Und das andere ist das innerliche Annehmen. Und das kann ich sagen, hat 5 Jahre gedauert. Also erst heute bin ich so sicher und so weit, dass ich sagen kann, ich fühle mich angekommen. Ich diesen Mut, den ich gebraucht habe, dahin zu kommen, ich kann dir gerne auch ein paar Stationen erzählen. Es bleiben viele Transfrauen bleiben stecken auf dem Weg, werden depressiv, gehen zurück, ziehen das nicht durch. Das ist ein Weg, der ist sehr, sehr hart. Der fängt an, dass man erstmal versuchen muss, mal eine Indikation zu bekommen. Du kannst ja nicht einfach sagen, so wie ich habe Zahnschmerzen. Nee, du musst ja nachweisen, dass du Zahnschmerzen hast. Du musst nachweisen mit 2 Gutachtern, mit einem Psychiater und mit einem Therapeuten, dass du eine Frau bist. Ohne diese Nachweise, Indikation, kriegst du keine Namensänderung, du kriegst keine Hormone, du kriegst keine medizinische Behandlung und all diese ganzen Dinge. Und wer schon nicht gern zum Arzt geht, ja, der hat schon da verloren. Erstmal muss man einen Arzt finden. Die meisten sind dicht. Die nehmen keine Leute an, aber die Psychiater, halbes Jahr Wartezeit. Mhm. So. Ja, da weiß genau. Ich Bescheid. Genau, ne? Richtig. Wenn man so, da nicht herausbekommt, weil einen freien Platz hat. Das heißt, selbst wenn du jetzt dir vornimmst, ich will kein Transvestit mehr sein, ich will diese Verkleidung nicht, diese Kiste mit Klamotten, die man dann 2-3 Mal im Leben wegschmeißt, weil man es hasst, dann aber doch wieder Sachen kauft. Irgendwann findet die Freundin das, die Frau das, die verlässt einen. Alles schon getroffen, Leute. Die Ehe ist kaputt gegangen, die Kinder dürfen nichts von wissen, einen Arbeitsplatz verloren. Das sind einfach Dinge, die passieren. Und die sind mir ja auch passiert letztendlich. Indirekt habe ich auch keinen Job mehr. Ich bin offiziell arbeitslos, komme nachher noch zu, was ich vorhab. Ist auch sehr mutig. Wurdest du rausgemobbt? An der Stelle. Das ist eine Geschichte. Ich sage mal, im gegenseitigen Einvernehmen durfte ich gehen. So ist es offiziell. Ich habe sehr viel Schwierigkeiten gehabt in den letzten Jahren. Ich habe sehr viel Restriktionen bekommen. Die kann ich teilweise auch verstehen. Wenn man also mit lackierten Nägeln in die Firma kommt, in hohen Hacken, trägt aber noch Bart oder Bartschatten, ist rechtlich auch noch nicht auf der weiblichen Seite, sondern ist noch Herr, darf sich aber schon, das ist das Bundesamt für Gleichstellung, bla 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 und so weiter, hat Richtlinien rauszugeben. Wenn ich sage, ich heiße Dana, dann darf ich mich so nennen. Ich darf auch im E-Mail-Verkehr schon so entsprechend mich verhalten.
Ich muss nur bei Verträgen immer noch mit meinem originalen Geburtsnamen unterschreiben. Aber an der Arbeit hätte ich schon im Kleid rumlaufen können, hätte ich schon, hätte ich, hätte ich. Habe eine Menge Restriktionen bekommen, habe viele andere Sachen bekommen. Ich würde es Mobbing nennen, aber ich will den Ball mal da nicht zu groß machen, sondern es ist einfach so, es hat einfach nachher nicht mehr gepasst. Ich habe Menschen um mich herum gehabt, die haben gewisse Weltbilder. Und in dieses Weltbild, das stelle ich aber ständig fest, passe ich nicht rein, weil ich ein Mensch bin in einem indifferenten Bereich. Und in manchen Weltanschauungen und Systemen gibt es diese Schubladen einfach nicht. Das ist ein Konstrukt, was wir haben. Mann oder Frau ist ein binäres Denken. Und es ist erwiesen, ein Viertel aller Menschen lebt in diesem indifferenten Bereich dazwischen. Wir brauchen das nur, weil wir Schubladen brauchen, weil wir sonst Ängste bekommen. Menschen brauchen Schubladen, um Sachen einzusortieren, damit die weg sind. Und dann stecke ich drin in Mann im Kleid. Dann stecke ich drin in Transvestit oder in Lebenskünstler oder in was auch immer. Ich stecke nur bei den Kolleginnen, bei den Freundinnen, bei den Bekanntinnen, bei den Frauen, die ich sehe. Da stecke ich in der Schublade mutige Frau. Wow, wieder eine von uns, eine, die auf unsere Seite gekommen ist, war mal Mann äußerlich, war ja nie ein Mann. Wir definieren uns ja durchs Gehirn. Und das zu erkennen, das Hirn ist weiblich, der Körper ist in der sechsten, siebten embryonalen Woche männlich geworden, ist vom Gehirn eben ein bisschen differiert. Sozialisierung ist irgendwann anders gekommen. Die sexuelle Orientierung gehört noch dazu, die soziale Rolle. Es ist so ein Zwiebelschichtensystem. Und das passt bei den meisten Menschen zusammen. Bei Schwulen und Lesben passt es schon nicht ganz. Bei sozialen Rollen passt es bei vielen nicht. Und bei Körperdiskrepanz nennt sich das. Chance ist so 1 zu 10.000, die man hat. Dies Durchziehen ist so 1 zu 40.000. Das heißt, sowas wie mich. 1200, 1400 Mal im Jahr schaffen es, diesen rechtlichen Weg zu gehen, diesen medizinischen Weg zu gehen. Es ist also nicht oft, dass man eine Transfrau, ich mag den Begriff nicht, weil ich bin eine echte Frau, aber damit wir die Schublade mal haben für die Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir einfach mal, eine Transfrau gibt es echt selten und deswegen falle ich einfach auf und deswegen kriege ich Blicke. Und Kriegst du das, auch Abneigung? ja, genau, ich kriege alles. Also ich muss, wenn man dann so draußen ist, sich bewegt die ersten Jahre, ist das sehr mutig. Weil das ist natürlich im Kleid, mit Absatz, geschminkt, das ist ja auch Neuland. Das musste ich alles lernen. Ich hatte Schminkunterricht, bis ich einmal eine fand, die dann noch einen damals Mann noch erstmal schminken wollte. Das habe ich alles gelernt und heute ist das für mich alltäglich und gehört dazu. Also ungeschminkt aus dem Haus gehen ist schon eher, da fühle ich mich unwohl. Ich fühle mich sicher. Ich fühle mich sicher in meiner Kleidung, ich fühle mich sicher im Auftreten und strahle das auch aus. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen bekomme ich tolle Blicke. Ich bekomme Komplimente von wildfremden Menschen, die auf mich zukommen. Ich habe dadurch tolle Kontakte bekommen auch. Also wirklich absolut klasse. Es sind 99% Frauen, die wirklich gucken und mir mit den Blicken Mut machen, die mir mit Worten Mut machen. Ich bekomme aber auch abfällige Blicke, herabwürdigende Blicke, ich bekomme Fingerzeige, ich bekomme Getuschel, Umgedrehe, ich bekomme Sprüche, ich bin auch als Transe beschimpft worden. Es kommt zum Glück nicht oft vor. Es sind oft Menschen mit Migrationshintergrund, es sind oft Menschen, die haben halt ein anderes Frauenbild. Und es sind Menschen, die vielleicht auch selber eine Leiche im Keller haben, die sehen, da ist jemand, der ist stark, der hat sich verwirklicht und werden in dem Moment an was erinnert, was sie in sich tragen und was sie aber noch nicht ausgelebt haben. Und dann kommt aber eine ganz komische Reaktion. Ich habe ganz viele Männer, die einfach, ich gucke schon nicht mehr hin. Meine Frau macht sich den Spaß, läuft hinter mir und dann guckt die ganz böse und dann gucken die wieder weg. Aber ich merke es, wenn wir irgendwo sitzen im Café, es drehen sich die Tische um, es wird angestoßen. Leute, die irgendwo, ich weiß genau, was jetzt kommt. Der eine geht tuscheln und dann tuscheln, tuscheln, tuscheln und dann gucken sie mich beide an und guck ich zurück und dann gucken sie betreten weg. Ich habe aber keine Lust mehr drauf. Und deswegen, ich mache mein Ding. Und sag mir, es ist mein Leben, ich bin ich, ich habe mich verwirklicht, dann guck doch eben, ja, ich bin was Besonderes, ich bin auch stolz drauf. Ja, Ich bin manchmal und ganz traurig, dass keiner guckt, wenn ich beim Aldi einkaufe und es passiert einfach nichts, weil es einfach so selbstverständlich geworden ist. So, ja, ja. und genau, das heißt, du genießt es auch schon noch so ein bisschen was Besonderes zu sein? Ich brauche eine Bühne. Die habe ich gebraucht, um diese Stärke auch zu bekommen. Denn wenn du erstmal so in deinem Kämmerlein bist, denkst du, oh, du hast einen Makel. Du bist ja krank. Ich bin ja identitätsgestört. ICD-F 64.0 nennt sich das. Na ja, nach ICD-10 ist das momentan der aktuelle Gesundheitskatalog. Sind ja die ganzen Störungen und Krankheiten ja alle drin. Und nach 64.0 habe ich eine Identitätsstörung und bin psychisch gestört. Der Körper passt nicht zum Hirn.
Deswegen bin ich ja habe ich ja einen Psychiater und einen Therapeuten. Aber die können mich ja nicht behandeln, weil ich bin nicht behandlungsbedürftig. Also es gibt Länder, da gibt es doch Stromschocks gegen Schwulen und Lesben, dass die wieder auf die Spur kommen. Oder es gibt ja Todesstrafe drauf und Gefängnis auf solche Sachen. In Deutschland haben wir zum Glück ein System. Ich bin krank, ich bin behandlungsbedürftig. Das heißt aber, ich brauche erstmal die Indikation. Das heißt, das erste Jahr habe ich entschlossen, diesen Bart mal zu entfernen. Aber das ist auch so dann so was Endgültiges, ne? Das heißt, irgendwann so der Bart. Die Entscheidung war von Anfang an klar. Ich möchte jetzt äußerlich eine Frau werden, damit es zu meinem Inneren passt. Das allererste, was am längsten dauert, ist den Bart rausreißen. Es dauert 5 Jahre, aber trotzdem ist es immer noch hormonell und rechtlich ein Mann. Und das ist so diese Geschichte, da gibt es viele Transsexuelle oder Transgender, die bleiben dann da so in dieser Phase und retten sich rüber, gehen auch ein bisschen als weiblich durch, aber sie sind es ja rechtlich nicht und sind es ja auch hormonell nicht. Hattest du Kontakt auch mit anderen, also zum Thema Selbstfindung? Das heißt, du ahnst ja, das bist nicht du. Hast du erst quasi Rat gesucht bei Leuten, denen es vielleicht so ähnlich ging? Oder hast du das wirklich für dich selber ausgetragen? Ich habe diese Selbsthilfegruppen und diese ganzen, das habe ich vermieden. Ich habe dann in dieser Phase, wo es konkreter wurde und ich war so mittendrin und machen wir das jetzt mit Hormonen oder nicht, da habe ich angefangen, über Facebook-Gruppen, über Foren mich zu informieren. Wie sieht so ein Weg aus? Jede geht so einen eigenen Weg. Der ist bei jedem, bei jeder oder bei jedem, wenn er anfängt, anders. Bei jedem Menschen. Und das ist so. Ich wusste meinen Weg dann schon und wusste, wie ich das mache, habe aber einen unheimlichen Respekt gehabt, diesen Körper mit Hormonen umzubauen. Und dann habe ich Kontakt zu anderen gesucht, die schon diesen Weg durch sind und habe ein bisschen Erklärung. Machen wir es mit Tabletten, machen wir es mit Creme, wie ist das mit OP und so weiter dann und wie kriegen wir diesen Körper dahin, dass er verweiblicht und was muss ich nehmen? Und da habe ich Kontakt gehabt. Heute habe ich Kontakt zu vielen, denen ich helfe. Ich bin das, was ich sagte, was du mich eben noch gefragt hast. Ich bin sichtbar. Ich schreibe ein Buch über alles. Ich bin halte bei der Diakonie, bei den ehrenamtlich für die FSJ-Jahrgänge, fürs freiwillige soziale Jahr halte ich Kurse. Lebt euer Leben, verwirklicht euch, zieht das durch. Ob das von zu Hause ausziehen, der prügelnde Freund, was auch immer ist. Das ist alles gar nichts. Verbiegt euch einfach nicht, macht euer Ding. Das ist die Botschaft, die ich dort und auf der Bühne einfach auch so ein bisschen indirekt repräsentiere. Deswegen brauche ich auch diese Öffentlichkeit und brauche auch das, was zurückkommt. Das ist einfach die Energie, die ich brauche, die mich das ja auch kostet. Ich habe ja eine Radiosendung seit mehreren Monaten und hole dort Menschen, die auch geschafft haben, keine Transsexuellen, das ist nicht der Fokus, sondern auch Menschen, die sich gefunden haben, die sich gerade wandeln, die gerade an der Kreuzung stehen, die was geschafft haben, Autoren und die hole ich live auf UKW auf den Sender und interviewe sie und letztendlich ist es auch wie ein Stück von mir, weil ich sage, ich habe diese Öffentlichkeit gebraucht, um auch meinen Weg zu gehen. Ja, du bist aber eine wirklich wundervolle Mutbringerin. Danke, ja. Ne? Das ist ja das Thema. Das heißt, du hast ja etwas Unglaubliches für dich geschafft, weil du weißt ja, viele sind einfach, und ich gehörte ja eben dazu, einfach nur mit dem Job unzufrieden. Es war auch nicht mein Leben über 10 Jahre lang. Manche vielleicht nur mit der Beziehung unglücklich. Also irgendwo leidet jeder für sich. Sein eigenes Leiden und bei dir war es so komplett krasses, also ich finde es krass, so von wegen, also wow, nicht nur im falschen Job und Beziehung, also auch ein bisschen im falschen Leben, sondern im falschen Körper. Das ist ja, und aus dem kannst du ja auch nicht irgendwie so raus, ne? Also das stelle ich mir so schwierig vor, wo es dann mega Mut braucht. Montag bis Sonntag, vormittags, nachmittags. Das muss ich nehmen, damit dieser Körper neue Rezeptoren bildet. Das ist alles in dem Sinne keine Medizin. Das ist B12, das ist D3, das ist Zink, das ist Biotin und das ist Progesteron. Also alles, was gesund ist, was in diesem Körper schon drin ist, aber nicht in der Menge, wie es da soll. Das hilft einem zu verweiblichen, dass zum Beispiel sich hier Drüsengewebe bildet. Das ist keine Fett- und Wasserbrust aus Bier, wie man meine Bürokollegen, die ich hatte, die hatten also mehr wie ich. Offiziell ist das plus 8 cm, nennt sich Doppel-A. Plus 10 ist dann ein A und plus 12 ist dann ein B von Unterbrust zur Brustweite. Also es wird, also pro Jahr lege ich, sagen wir mal, 1 bis 2 cm zu.
Das da, wir können nämlich mal kurz zur Medizin kommen. Das ist, kriegt von meinem Frauenarzt verschrieben, jede alte Frau in Wechseljahren, das ist natürliches, körperidentisches Östrogen. Also genau das. An diesem Körper ist ja nichts, was dieses Östrogen produzieren kann. Die Hoden, die sind ja nicht mehr da, die würden nur Testosteron erzeugen. Eierstöcke sind mir leider nicht gewachsen. Das waren ja die Hoden, das sind ja Gonaden, medizinisch gesehen. Bei der Frau liegt es halt drin als Eierstöcke, bei Männern liegt es draußen als Hoden. Das ist das Schlimmste, was man seinem Körper antun kann, dass man ihn aufs andere Betriebssystem bringt. Betriebssystem, geiler Begriff. Genau, richtig. Ich war bei Microsoft in München, habe einen Vortrag gehalten auf dem Barcamp dort und habe dann wirklich gesagt, mein Körper Version 2.0, neues Betriebssystem mit geänderten Schnittstellen. So, und das, ich gucke mal gerade in die Kamera, um es euch zu zeigen. Es ist ein Weg, der nicht zurückgeht. Wenn du einmal damit anfängst... Musst du es durchziehen. Genau, musst du durchziehen. Und ich habe einen wahnsinnigen Respekt gehabt davor, diesen Körper umzubauen. Ich habe gedacht, ich muss das nicht tun. Ich habe gedacht, ich kann mich androgyn und weiblich verkleidet mit Klebetitten und so weiter, kann ich mich drüber retten. Aber irgendwann kommt so ein Punkt, du bist so in diesem Hamsterrad, du bist in deiner Hängematte, alles geht doch irgendwie schon und das klappt doch. Der Job ist gut, am Wochenende gehst du raus als Frau und in der Woche bist du als Mann in der Firma. Aber so funktioniert es ja nicht. Du bist ja total zerrissen, weil das ist ja nicht dein Leben, was du lebst. Eben, also die innere Zerrissenheit, das ist ja Schmerz und Leiden pur. Aber du kannst lange sitzen und sagen, ich nehme mir das jetzt vor, wie mal aufräumen, Steuererklärung machen und so weiter. Du schiebst du trotzdem, weil Schieberitis ist auch bei mir ausgeprägt. Mhm. Es bedarf immer eines Ereignisses. Und bei mir sind es immer drei Dinge. So, welches Tor soll man nehmen? 1, 2, 3, so nach dem Motto. Das erste Ding war, was kam, mein Psychiater hat in der 5. Sitzung gesagt, Frau Dietzmann, Sie sind eindeutig transsexuell. Und wir haben auch nur 5 oder 6 Sitzungen gehabt. Ich habe ihn dann nicht mehr gebraucht, weil so stark wie Sie sind, ist noch keine gewesen, die ich hier hatte, war so ein Satz. Ja. Und ich habe geheult und mich gefreut zugleich. Dass dich jemand da drin bestätigt von außen? Der hat 1000 schon gesehen. Der macht das seit 20 Jahren. So, in Stuttgart und der ist erfahren. Der guckt drauf und sagt, jo, Sie sind transsexuell. Ich habe mich gefreut. Endlich hat es mal einer erkannt. Er hat es gesehen. Ja, aber hast du es für dich erkannt gehabt? Dann, er hat erst mich bestätigt. Mal, er hat mich bestätigt in meinem Gefühl und das ist ein Fachmann, der dann, endlich hast du das so schwarz auf weiß mal, wow, ich bin eine Frau. Scheiße, ich bin eine Frau. Ich war nie ein Mann. So, und das war das Schlechte daran. Also, das war nicht gut. Was war nicht gut? Dass der mir das so direkt gesagt hat, weil ich habe ja eine Lebenslüge gehabt. Ja, aber ich dachte jetzt nur wiederum, wie geil ist das denn? Endlich sagt es dir einer. Ja, es war beides zusammen. Es war so beides im Mix. Endlich, ja, wie du sagst, geil, endlich sagt mir das einer. Scheiße, endlich sagt mir das einer. Weil jetzt ist es da, jetzt ist es offiziell. Das war sehr hart. Also es war sehr, sehr dieses zu verarbeiten, dass eigentlich die ganzen Jahre davor du nur eine Rolle gelebt hast, eine Rolle in der Beziehung, eine Rolle an der Arbeit, sichtbarer Mann, du hast dich aber nie so verhalten wie ein Mann, du hast deswegen nur Probleme gehabt mit anderen Männern, weil die wollten von Mann zu Mann ja mit dir immer diskutieren. Ich bin aber mehr bauchgesteuert heraus und nicht logisch gesteuert wie ein Mann, sondern natürlich schon immer wie eine Frau gewesen. Die Charaktermerkmale sind ja von Geburt vorgegeben. Die ändern sich durch die Hormontherapie nur. Kann ich dir noch gleich noch jede Menge Geschichten erzählen. Aber das machen wir vielleicht in der Extended Edition. Hat in dir irgendwie was Männliches war ja da und was Weibliches ja auch, haben die miteinander irgendwie dann gerungen? Es war ein jahrelanger interner Kampf natürlich. Diese männliche, diese weibliche Seite. Oh, logisch müssen wir jetzt so. Nein, mein Bauchgefühl sagt aber das. Dann wollte ich Emotionen zulassen. Du kannst doch keine Emotionen zulassen. Du kannst doch jetzt hier nicht weinen. So diese Klassiker. Ja, das ist eine innere Zerrissenheit, die wahnsinnig da ist, die du selber gar nicht so siehst, aber die deine Umgehung viel mehr noch wahrnimmt, dass du einen Tag so bist, einen Tag so. Du in dieser Zwischenphase kippst du immer wieder zwischen deinem sicheren männlichen Verhalten, weil du so sozialisiert worden bist, und dann kippst du wieder in dieses Neuland. Du gehst ja auf so eine Eisscholle. Das ist ja alles neu, das Leben. Das ist ja in dir drin, aber du musst da... Das Äußerliche, dieses Annehmen, dieses Verinnerlichen, das ist ja ein langer, langer Prozess. Ich habe noch nie so viel geweint wie in den letzten Jahren, so viele Heulkrämpfe gekriegt, einfach so, weil mein Leben, ich das toll finde, total klasse und es auch total schrecklich ist und es war auch total mühsam. Absagen der Krankenkasse, ich habe 5 Ärzte gebraucht, die endlich mir mal diese Hormone verschrieben haben. Mhm.
Dazu wollte ich jetzt noch kommen, nämlich ich habe die nicht einfach so gekriegt. So einfach geht das nicht. Man geht zum Arzt, sagt, man will jetzt den Körper umbauen, wird eine Frau damit. Das klappt nicht. Ja, aber zuerst brauchst du ja diese Genau. Bestätigung, diese Gutachten und dein erster Therapeut sagt ja so von wegen, Der hat das jetzt, genau, Frau Dietzemann, Sie sind jetzt damit aber eine war Transsexuelle. theoretisch der Weg frei für weitere medizinische Maßnahmen. Bartentfernung hat trotzdem noch ein Jahr gedauert, den Streit mit der Krankenkasse. Das ist die nächste Hürde. Mit den Krankenkassen muss man sich nur streiten wegen Kostenerstattung. Weil die vieles nicht anerkennen, dann wiederum sagen, okay, eine Kosmetikerin ist kein Arzt, die das entfernt. Beim Arzt würde es 60 Jahre dauern, wenn man einmal die Woche eine Viertelstunde hingeht. Das funktioniert also nicht, weil der einfach nicht die Menge schafft, der ist nicht erfahren genug. Ja, das ist mir schon klar, aber wenn wir Genau. ganz kurz eben es braucht drei Dinge, bei dir hat es ja zwei Genau, Auslöser deswegen wollte ich gebraucht. gerade. Genau, und das erste war jetzt der Therapeut, der sagt dir so von wegen, So. ja, du bist es, du bist eine Frau, also Ja. transsexuell, du bist jetzt erstmal dann auch noch schon gefangen zwischen ja, endlich und oh verdammt. Genau. Und dann, was machst du denn jetzt? Und dann rennst du weiter so rum in der Verkleidung, hältst du das aus und dann bin ich beschimpft worden als Transe. Und das war für mich so ein. Er hat ja recht gehabt. Ein Mann, der sich als Frau verkleidet, ist ein Transvestit oder Schimpfwort Transe. Und dann war mir die Situation so schlagartig bewusst. Ich verkleide mich hier. Nein, aber ich bin es doch. Also habe ich mich nicht zu verkleiden, sondern ich möchte es wirklich sein. Ich möchte es auch vom Körper sein. Ich möchte anfangen, diesen Körper umzubauen. Zack. Alles an medizinischen Maßnahmen, was ich so bräuchte. Zum Glück mit 1,85 und meinen 80 Kilo, tolle Beine, passt das schon hier oben, Größe 44. Aber bei Ulla Popkin brauche ich trotzdem nicht rein, weil das ist mehr so. Aber das ist also, dieser Körper ist schon schwierig, auch Klamotten zu kriegen. Aber das ist gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, fange ich jetzt an, diesen Körper umzubauen? Und da brauchte es eben die drei Dinge. Und das dritte war, ich habe vor 5 Jahren, also wir haben jetzt 2017, also in 2012, einen Hörschuss gekriegt, weil ich mich unheimlich an der Arbeit engagiert hatte. Und das habe ich schon öfter gehabt, wenn man sich richtig in den Stress begibt, dann will das Ohr nicht mehr. Das ist also auch vorgeschädigt schon. Und ich habe zum Glück eine HNO-Ärztin gehabt, eine neue. Also wirklich durch viele Zufälle, die gesagt haben, wir machen eine MRT, wir gucken mal in ihr Kopf rein, warum ihr Ohr da immer ausfällt. Und dann haben wir durch die MRT festgestellt, dass da ein Gehirntumor sitzt. Ja, scheiße. So. Das war ein Megaschock, dass hier an dieser Stelle im kleinen Hirnbrückenwinkel ein Tumor sitzt. Er sitzt auf dem Nervenstrang, der aus dem Hirn rauskommt. Ist ein Nerventumor. Das Gute ist, er streut nicht. Das Schlechte ist, er ist schon groß und er wächst vor sich hin. Das heißt, er verdrückt mir Nerven, er macht mir Nerven kaputt, deswegen höre ich schlecht. Als nächstes kommt der Gleichgewichtssinn und dann kommt der Gesichtsnerv. Auf diesem Nervenstrang liegt er. Ein nervenumhüllender Tumor kann nur entfernt werden mit Schaden. Nämlich indem man die Nerven teilweise mit weg entfernt. Eine sehr schwierige Operation und MRT wird immer gemacht, es wird gemonitort. 5x5x8 mm ist er mittlerweile groß. Macht sich bemerkbar mit Migräne. Ich höre nur noch die Hälfte auf dem Ohr. Institut für Neurochirurgie in Hannover hat sich es auch angeguckt. Der Spezialist, der die OP-Methoden erfunden hat, hat gesagt, oh, Sie kommen erstmal zur Ruhe und Sie können es noch ein bisschen drin lassen. Und Sie werden auf jeden Fall taub sein. Sie werden auf jeden Fall wieder laufen lernen müssen. Und 5 bis 8 Jahre habe ich noch gute Zeit. Und an diesem Moment war die Welt ganz anders geworden. Diese Diagnose, der Satz der Ärztin war, leben Sie damit, akzeptieren Sie, wie es ist, fragen Sie nicht, woher es kommt, fragen Sie nicht, warum Sie das haben, es ist einfach da. Oh, ich habe gedacht, nee. Aber ich habe es verstanden und sie hat recht. Hier stehen, nach vorne gucken. Und das war für mich der Antrieb. Dein Leben ist kostbar, dein Leben ist wertvoll. Jetzt zwischen 50 und 60, jetzt ziehst du das durch. Nächsten Tag Hormone beantragt. Ha, so einfach war es nicht. 5, 6 Monate Wartezeit auf einen Arzttermin. Dann hat mein Psychiater ein Eilschreiben geschickt. Das ist dringend, die Frau Dietzmann muss behandeln. Dann habe ich nur noch 2 Monate warten müssen. Privatpatientin kommt vielleicht auch noch dazu. Und ich habe Hormone gekriegt. Und warum ist das jetzt eine Creme und eben Ja, nicht genau. Tabletten Das oder Spritzen oder wird so? einfach aufgetragen und wird dann eingecremt, 2 Hübe morgens, 2 Hübe abends, manchmal auch weniger, manchmal mehr, das merke ich ja selber, wie die Brust dann spannt, wie ich mich verhalte. Wenn ich es aussetze, sagt meine Frau sofort, nimm sofort deine Hormone, du wirst wieder zickig. Also ich steuere meine Periode selber, die ersten 10 Tage nehme ich mehr, die nächsten 20 Tage im Monat nehme ich weniger. Mit den anderen Sachen ist es dann gegenläufig und damit habe ich meinen kleinen Eisprung, den ich 2 Jahre lang hatte in meiner Übergangsphase. Ich war wirklich sehr, sehr schwierig. Transdermal heißt das, weil es zieht direkt ein ins Fettgewebe, lagert sich dort ein wenig an und geht Und dann verteilt direkt sich ins dann? Blut.
Das heißt, ich habe jetzt natürliches körperidentisches Östrogen. Wenn ich es als Tablette nehmen müsste, das ist so wie Pille, all diese ganzen Sachen, dann ist die Dosis bis zu 1000 Mal höher, weil es muss über die Leber verstoffwechselt werden, wird dann umgebaut zu den eigentlichen Hormonen und das ist 6-fach höheres Krebsrisiko, hat viele, viele Nebenwirkungen, hat viele Abbauprodukte und man verweiblicht dort anders, aber nicht so stark wie hiermit. Und das ist auch das Einzige, was es eigentlich gibt und was ein moderner Frauenarzt, und das war erst der vierte und der fünfte, die anderen wollten mir Tabletten verschreiben, wollten mir Antiandrogene verschreiben, Testosteronblocker, was auch immer. Und davon werden viele Transfrauen tatsächlich depressiv, weil das Testosteron von einem Tag zum anderen wegfällt, Rezeptoren geblockt werden und dann geht der Körper auf Entzug. Und ich habe wirklich eine kennengelernt, die ist dann in die Geschlossene eingewiesen worden zum Selbstschutz, weil sie wollte sich umbringen. Und eine andere Transfrau, der ich auf dem Weg helfen konnte, hat meine Ärztin bekommen, meine Bartante bekommen, meine Medikation verschrieben bekommen und ist aus ihren Depressionen rauf und ist blüht so auf gerade, hat jetzt ihre Namensänderung als nächstes, hat die Gutachtengeschichte durch. Man muss zwei Gutachter über sich ergehen lassen, die einem bestätigen, hey, du hast Zahnschmerzen, ja, hast du, jetzt darfst du auch zum Zahnarzt gehen. Nach dem Motto, jetzt darfst du im Namen der Bundesrepublik Deutschland endlich mal deinen Namen ändern, weil du kannst deinen Namen nicht ändern, der ist dir vorgegeben. Ich habe ihn eindeutschen lassen. Ja, wenn du, wollte ich gerade sagen, wenn du Leider. so chinesisch oder so mit so Umlauten und keiner kann das schreiben, dann darfst du die typischen Buchstaben auch Ja, aber auswählen. mittlerweile bereue ich es ein bisschen. Ja, deine Identität ist dein Name Jetzt bin ich letztendlich. Peter Matthias. Ja, Peter, Und schön. geboren wurde ich als Piotr Matjej. Ja, aber das weiß ja schon keiner, wie man schreibt. Genau, es klingt Ja, ein bisschen das ist, anders. also man hat die Chance, dann auch seinen Namen, aber auch der Pumuckl und der Hugo und der Adolf, die könnten eventuell, aber ansonsten ist der Name vorgegeben. Ich war Bürokratin dann, ich musste 50 Sachen bis zur Geburtsurkunde umschreiben, nachdem ich die Gutachten sind 90 Minuten, du redest kurz über dein Leben, Gerichtsverfahren 4 Minuten, 1.536 € kostet der ganze Spaß bei mir und dann bist du, dann ohne Einspruch einzulegen, dann die Dana Dietzenmann. Das ist jetzt über 2 Jahre her und das ist ein schönes Gefühl, jetzt auch passend, nicht nur zu den Hormonen und das hormonell, nach einem halben Jahr war der Körper komplett auf der weiblichen Seite, alle Bluttests, alles war im fast grünen Bereich und dann hast du auch deine EC-Karten, Kreditkarte, du kriegst deine Rechnung auf deinen Namen und nichts erinnert irgendwann mal an dein altes Leben und Kannst deswegen du dich noch erinnern an den Daniel? ich will mit dem gar nichts mehr zu tun haben. Ich will diese Bilder nicht mehr sehen. Ich will auch diesen Namen nicht mehr hören. Ich habe immer noch Leute, auch gerade an der Arbeit gehabt, die haben mich mit alten Namen genannt, die haben mich mit er genannt. Das habe ich immer wieder. Wenn in der Gruppe über mich geredet wird, kann er dann mal das da gleich machen. Wo ist denn da er? Ich bin eine Sie. Also nur weil ich hier kein B-Körbchen habe und ich stehe da im Kleid, ich bin geschminkt, ich sehe aus wie eine Frau, meine ich. Aber es gibt Menschen, die meinen eben das nicht. Und dann wird eben er gesagt. Und das verletzt mich zutiefst. Und ich spreche es oft an, dann sind die Leute ganz beschämt, ganz betreten. Es war auch aus Versehen ganz, ganz oft. Es ist keine Absicht, es rutscht den Menschen so raus, weil sie einfach in ihrem binären System, gerade die mich schon länger kennen, und manche, die mich ganz lange kennen und die erkennen mich auch nicht wieder. Das ist dann ganz gut so, weil ich sah früher echt anders aus. Es ist mutig, muss man im Nachhinein schon sagen. Aber es ist ja aus diesem Leidensdruck heraus auch geboren und angetrieben. Es ist ja kein, ich habe ja keine Wette verloren. Oder es ist ja so, ach, was werde ich denn die nächsten Jahre mal gucken, wie ich mich dann, wohin ich mich Ja, wandle? du bist ja nicht nur durch deine eigene Angst irgendwie durchgegangen, sondern auch durch die mögliche soziale Ablehnung bist du ja durchgegangen. Und indem du Ja, gesagt hast, also ja. mir ist es ja eigentlich jetzt Schnuppe, was ihr sagt, weil ich glaube, unabhängig des Themas, Leidensdruck, aber was sagt die Außenwelt? Also meine erste Ärztin, Familie, wie sieht es mit der Familie also aus zum die, Beispiel? wo es mir sehr deutlich war, war in der Endokrinologie, das sind ja die, die mit sich Hormonen auskennen, und sie fragt mich so über meinen aktuellen Status und ich sage auch meine Frau, wie, Sie sind noch in einer Beziehung? Ja, und an der Arbeit, oh, Sie haben noch eine Arbeit, weil die betreut jede Menge und das allererste, was passiert ist, dass man die Beziehung verliert und dass man die Arbeitsstelle verliert. Was verständlich ist, weil meine Frau hat ja Mann kennengelernt und auf einmal wird aus dem Mann ein Mädchen und aus dem Mädchen wird eine Frau. Und das waren richtige Kämpfe an der Stelle. Also da gibt's die tolle Anekdoten, du nimmst keine Hormone. Doch, ich bin eine Frau, ich will auch die hormonell auf der weiblichen Seite sein. Nein, du kriegst keine Brüste. Dann sage ich, ja gut, nur eine im Haus hat Brüste, war dann immer so ihr Satz. Ja, kann man ja alles verstehen. Aber wenn ich das komplett machen möchte, kriege ich auch. Dann sage ich, dann kriege ich Igelnasen und irgendwann werden das mal Titten. So, fertig aus. Und so sind wir dann so durchgerutscht. Und mit Ohrlöchern, so diese Geschichte ist so symptomatisch für Menschen nämlich,
weil Menschen brauchen Zeit, sich an Veränderung zu gewöhnen. Und irgendwann sage ich, ich hätte gerne mal, ja, mal einfach diese Klipse nicht mehr, sondern echte Ohrlöcher. Mhm. Und dann sagt sie so, nee, kriegst du nicht. Und sage ich, wieso? Du hast doch auch Ohrlöcher. Das ist doch was anderes. Wieso ist das was anderes? Du hast Ohrlöcher, trägst Ohrringe. Ich möchte auch gerne Kreolen haben. Nee, das will ich nicht. Das ist so das Totschlagargument. Ich will nicht, dass du dich veränderst. Steckt ja dann dahinter. Aber das ist so, ich verbiege mich nicht, habe ich dann festgestellt. Mhm. Ich ziehe mein Ding durch. Ohrlöcher habe ich gekriegt dann. Das war dann aber eher durch Zufall, die Geschichte. Aber letztendlich geht es trotzdem alles so, wie es soll. Und es früher oder später kommt alles so. Und meine Mutter, die sich immer ein Mädchen gewünscht hat, und habe ich sie irgendwann mal besucht. Wir sehen uns so einmal im Jahr. Es ist weit weg, es ist Stunden, die ich da im Auto dann auch sitze. Und ich kam da mit blau lackierten Nägeln an und habe ich jetzt so ein bisschen gebeichtet. Und dann sagt sie nur, Kind, endlich weiß ich, was es war. Und war überglücklich. Und die nächsten Besuche waren dann auch, sie wollte mit mir shoppen gehen und wollte mich dann in so einem blauen Kleid sehen und dies und das. Und wollte einfach jetzt ihre Tochter mal ein bisschen begleiten. Mhm. Hat sich ein iPad geholt, verfolgt mich bei Facebook auf meiner Webseite, mhm. guckt sich meine Sachen alle an und ist hellauf begeistert, dass sie jetzt endlich die Tochter hat, die sie immer haben wollte schon. Also das kriegt total Gänsehaut, weil ja, also und meine Mutter ist ähnlich wie ich auch. Also wir passen da auch ganz gut zusammen. Ich habe sehr viel von meiner Mutter bekommen mhm. und verstehen uns deswegen auch sehr gut. Und sie ist ja schon auch Mitte 70 und freut sich halt, dass sie so auf ihre Jahre jetzt noch so dran teilnimmt an der Stelle. Ich werde sie auch ein paar Wochen mal wieder besuchen und gucken, wie es ihr geht. Ihr geht es auch nicht so gut. Und das ist einfach so, ja, einfach klasse. Das klingt aber wirklich klar. Du bist ja auch eine starke Frau. Das muss ich jetzt mal festhalten. Das ist so diese Bühne. Wir haben uns ja kennengelernt, auch auf dem Moderationskursus. Einfach, wenn du rausgehst in die Welt und bist sichtbar auf Bühnen, auf kleinen Bühnen, das erfordert Mut, das erfordert Kraft, das erfordert Stärke. Und wo Licht ist, ist auch Schatten. Kann ich ja durch meinen Beruf sagen, bin ja in der Kameratechnik. Und ja, Hightech-Branche schlechthin. Ja, das ist, kommen wir gleich noch zur Zukunft dann so ein bisschen, was ja, ich drauf mache. Ja, die Dana ist jetzt nicht hier so am Herd und kocht nur noch und solche Sachen. Also Hausmütterchen bin ich auch gerne, aber ich habe ja auch noch eine männliche Seite. Diese Energie, die du aufbringst und diese Stärke, die ich habe. Ich bin auch schwach. Ich habe auch meine schwachen Momente und ich heule auch viel, weil es kostet mich viel Kraft. Aber es bringt mich voran und ich kriege diese Kraft euch durch viele, viele andere Dinge und durch viele tolle Kommentare und dass ich inspiriere andere Menschen. Dieses Feedback habe ich ganz krass und ganz doll auch jetzt in den letzten Monaten bekommen. Und das gibt mir wahnsinnig viel Mut, das gibt mir wahnsinnig viel Energie und die wiederum, ich will nicht sagen investiere ich, das klingt so sachlich, aber die gebe ich gerne anderen Menschen weiter. Auch vielleicht konnte ich dich ein wenig inspirieren und auch viele andere, die uns jetzt zusehen. Es ist einfach, sein Leben zu leben, sagt sich so, ist es auch. Mach dein Ding, hat mit Egoismus gar nicht so viel zu tun. Aber wenn du dein Leben lebst, und das stelle ich so fest, und wenn du glücklich bist von innen heraus, dann kannst du auch andere glücklich machen. Und dann ist vieles auch ganz, ganz einfach. Ja, das ist richtig. Ich glaube, meine persönliche Erfahrung ist, man muss die Angst vor dem Ungewissen erstmal loslassen. Und so von wegen, es wird schon werden, wenn ich das so lebe, wie ich leben möchte. Ich habe nur mein Leben zu verlieren, das hat mir mein Tumor gesagt. Der sagt mir es auch immer, der mir die Migräne dann macht. Dann weiß ich, dein gutes Leben ist kurz. Mach endlich dein Ding. Ja. Verwirkliche dich. So. Und deswegen, ich sage jetzt mal salopp, ich schmeiß jetzt 30.000 Euro raus in den nächsten Monaten, die ich noch gar nicht wirklich habe. Ja, was pflanzt du so für die Zukunft jetzt mit deiner positiven und starken Energie? Aus dieser Dana bricht es regelrecht raus. Also das Gute ist, dass ich keinen 9-to-5-Job mehr habe. Man hat ja immer Brüche im Leben und es war jetzt so der vierte Job, den ich jetzt hatte, der war lange, lange Jahre. Ich bin eine absolute Spezialistin für Kameras und für Bildsensoren. So von meinem Level gibt es vielleicht so, ich sag mal vorsichtig 50 in Deutschland, die so auf so einem Niveau sind. Das ist eben auch ein Problem. Und ich habe mich verwirklicht mit diesem Körper, mit meinem Leben. Ich habe eine klasse Beziehung. Wir haben eine der wenigen raren Homo-Ehen gehabt, lange Zeit. Mhm. Mittlerweile ist das ja möglich. Das war diese einzige Hintertür. Wir waren keine 100 echten Ehen. Stimmt. Ja, ihr habt noch quasi Mann, Frau geheiratet? Ja, das war ganz dramatisch. Ich hatte das Gerichtsverfahren schon laufen. Zur Namensänderung. Personenstandsänderung. Du änderst ja beides immer um. Du kannst nur deinen Namen ändern, aber natürlich willst du auch deinen Personenstand ändern. Dein Herr Dana Dietzmann klingt natürlich furchtbar. Und heute bin ich Frau
Dietze Mann und habe so beides im Titel, weil ich ja Frau und Mann irgendwo auch bin. So Wandler zwischen den Welten oder wie auch immer, aber mehr auf der weiblichen Seite. Und ich habe also diese drei Stützen, die man so im Leben hat. Beruflich, meine Persönlichkeit und meine Beziehung. Die Beziehung, klasse Frau, hält bis heute, ist anstrengend. Zwei Alpha-Tiere, ganz schwierig natürlich. Sie ist selbstständig schon ewig. Deswegen ist nämlich das Berufliche jetzt auch nicht mehr in den festen Job, passt nicht zu mir, weil ich mich auf mich selber auch auf meiner Persönlichkeit ja definiert habe. Ich lebe da auch mein Leben, also möchte ich es auch beruflich jetzt und mache mich selbstständig. Mache jetzt offiziell zum 1.1. will ich starten. Bin ich schon angemeldet, Gewerbe, sind schon die ersten Vorarbeiten, ersten Kundenkontakte. Und ich habe im Prinzip 5 große Sachen, in denen ich mich probiere. Weil Leben ist nicht planbar, sage ich mal. Ich weiß nicht, wo es mich hintreibt. Aber ich brauche auf jeden Fall Dinge, wo ich natürlich ein Grundeinkommen habe, wo ich mal überhaupt ein Auskommen habe. Und ich möchte Dinge haben, die ich auch frei mache. Und ich bin ehrenamtlich, habe ich eine Radiosendung und mache andere Menschen sichtbar. Auch du wirst irgendwann mal auf dem Sender sein. Ja, ich habe für ein Jahr Gäste, über ein Jahr schon. Es ist Wahnsinn. Es ist ehrenamtlich. Ich kriege keinen Euro dafür. Es kostet mich nur Geld. Ich lade alle zum Essen ein. Ich muss nach Stuttgart-Eiern im Stau stehen. Ich versuche beim zweiten Radiosender und mit einer zweiten Programmschiene was auf die Beine zu stellen. Das funzt daraus hervor so ein bisschen. Auch Moderationskurses wird weiterentwickelt. Einfach, dass ich dort sicherer bin. Und viele, die mich kennen, sagen, Radio, Fernsehen ist dein Ding. Du gehörst in die Öffentlichkeit. Nicht nur deine Geschichte. Oh ja, ich brauche gar nichts zu erzählen. Das machst du alle schon ganz alleine. Ja, Entschuldigung, dass du nicht zu Wort kommst. Aber so ist das bei Dana. Da musst du mich kürzen und wir müssen da ein paar Fragen gleich aufnehmen. Nein, alles gut, alles bestens. Das zweite ist, ehrenamtlich mache ich gerne. Ich bin auf Barcamps schon seit über einem Jahr. Barcamps sind Konferenzen, wo ich mein Leben erzähle, wo ich Präsentationen halte. Ist auch Online-Video. Ich bin bei der Diakonie, ich bin bei den Freiwilligen und mache dort meine Geschichten. Das baue ich aus mit Hospitanz und Ähnliches. Kommt jetzt nächstes Jahr, sind ein paar Termine. Das ist so die ehrenamtliche Schiene. Und dann kommt natürlich die Sache, ich muss Geld verdienen. Das heißt, das, was ich kann, Beratung für Kameras. Ich teste Bildsensoren, ich teste Kameras. Ich arbeite also für Kamerahersteller und für die andere Seite, nämlich die, die diesen Chip herstellen, die das Bild aufnimmt. Mhm. Die müssen noch beide zusammengebracht werden, die können beide voneinander profitieren, weil ein Chip muss man bauen, dass er in eine Kamera passt. Eine Kamera muss man bauen, dass er einen richtigen Chip drin hat. Ich kenne mich seit 31 Jahren in dieser Branche aus. Ich habe also Mitte der 80er Jahre angefangen, war schon mal selbstständig und denke mir, aber jetzt nochmal, weil ich bin reifer, ich bin stärker, ich weiß, was ich will und ich mache es jetzt richtiger. Ja, aber du hast dir echt was aufgeladen. Du hast natürlich dein neues Leben als Frau, die Gesundheit mit dem Hirntumor und jetzt eben Existenzgründung. Ja, aber das mache ich mal so mit links nebenbei, die Geschichte. Naja, Webseiten bauen, das habe ich, WordPress habe ich gelernt dieses Jahr. Also das wird, ich habe die ersten Kunden, die ersten Kundenkontakte, die ersten Aufträge, das wird dann abgerechnet, Stundenbasis, Tagespauschale, Projektpauschale, wie auch immer. Und da kommt die Hauptgeldeinnahmequelle rein. Also gerade Projektgeschäft, du machst mal hier eine Woche, du machst Präsentationen. Ich bin auch Richtung Kamerakurse, Fotogeschichten und so weiter. Nicht fotografieren, aber was zu beachten ist, wenn ich in die Sonne gucke, bei Nachtaufnahmen, was die technischen Hintergründe sind, damit die Menschen einfach ihre Kamera vielleicht auch besser verstehen. Wieso die nachts einfach nicht so gut ist, wieso wir so viel Licht brauchen, liegt einfach am Bildsensor. Und das Letzte ist, ich versuche ein Buch zu schreiben über alles. Du hast schon gesehen, die Andrucke. Ich habe schon gesehen, du bist ziemlich weit. Ja, über 200 Seiten. Es ist mit vielen Bildern, es ist vierfarbig, es ist in der Herstellung wird's teuer. Aber es ist für mich Genugtuung. Die ersten 100 werden verschenkt an die Leute, die im Buch vorkommen, die mich alle Millimeter weitergebracht haben. Das war die eigentliche Intention des Buches an der Stelle. Also sich bei den Menschen zu bedanken, die dich da gebracht haben? Genau, es ist ein Dankeschön. Dafür sollte es sein, weil ohne die ganzen Menschen um mich herum würde ich heute so hier nicht sitzen. Ja, du hast ja nicht alleine gekämpft gegen alle Widrigkeiten, sondern hattest eben deine Mitstreiter, die dich da unterstützt haben auf deinem Weg. Es ist so, Menschen helfen dir und wenn sie nur da sind und wenn ich morgens zur Firma reinkam und ich war mir wieder unsicher mit den hohen Hacken, mit den Kniestiefeln, es ist ja Neuland, ist das Kleid zu kurz, zu lang? Vorne meine Janine am Ei, das ist so die vorne am Empfang sitzt, die gute Seele und ich habe Haltungsnoten wie bei Shopping Queen bekommen. Und das tut einen gut. Also auch nur, wenn du das Feedback kriegst, kannst du anziehen, welches Tuch passt wie dazu. Ich habe 60 Kleider, 50 Paar Schuhe.
Du hast die Sachen schon gesehen. Meine Frau hat ein begehbares Kleidezimmer jetzt gekriegt. Das ist der nächste Raum. Ich kriege vielleicht ein Schuhzimmer irgendwo in diesem Haus noch. Das sind einfach Dinge, du bist unsicher, das ist Neuland und du brauchst die Menschen um dich herum. Du brauchst auch die Menschen, mit denen du quatschen kannst, mit denen du dich austauscht. Wie ich mich mit anderen Transfrauen austausche, treffe, einfach über die Widrigkeiten des Alltages oder einfach Feedback zu geben. Wow, passt, ist stimmig, mach weiter, du bist auf deinem Weg. Und wir Frauen, wir müssen es einfach nur erzählen. Wir wollen keine Ratschläge haben. Ich möchte es einfach nur erzählen, loswerden. Manchmal reicht ein Blick und das ist in Ordnung. Ja, du hast das richtige Wort oder Kürzel gesagt, ist ein Wow. Und von Ja, mir kriegst du auch ein Wow. Jetzt danke. nicht nur so von wegen Wow, mutig, sondern einfach nur ein Wow. Wie wir uns das erste Mal da getroffen haben, da wusste ich sofort, die Dana, die muss zum Mutbringer. Ja, na klar, gerne doch auch. Ne? Und Deswegen, ja. ich liebe es, andere Menschen auch zu inspirieren. Ich tue es auch. Ich tue es auch hiermit. Und lass uns das teilen, lass uns das verbreiten. Und Ja. letztendlich ist so abschließend ja die Botschaft, wie ich schon so oft jetzt ja gerade sagte, nimm dein Leben in die Hand. Nimm keine Rücksicht. Wenn die Beziehung, wenn dein Partner nicht, dann ist es der falsche Partner. Wenn du Probleme an der Arbeitsstelle hast, weil du auf einmal im Kleid kommst, was du ja darfst, dann ist es die falsche Arbeitsstelle, dann ist es der falsche Chef, dann wechsel deinen Job, dann sind es die falschen Leute. Umgib dich mit den Leuten, die dir gut tun. Nicht diese toxischen Menschen, die selber ihr Leben ja nicht leben. Ich kenne ja die Hintergründe oder meine sie zu kennen. Man kann ja nicht in die Leben reinschauen. Aber die Menschen, die mit mir Schwierigkeit haben, die haben ihr Leben selber noch gar nicht gelebt. Die haben sich selber nicht verwirklicht. Und es ist ein Stück Neid. Das ist Neid, das ist typisch männliches Gehabe auch auf einen starken Menschen, vor allem eine starke Frau, die das durchzieht, die ihr Ding einfach macht. Neid auf deinen Mut. Genau, so schön, dass du es so gesagt hast. Aber es ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass jeder so sein sollte, wie er ist. Und gut, Mut gehört dazu, sich zu überwinden, sich aufzumachen, sich anzunehmen überhaupt mit der Situation. Scheiße, ich bin eine Frau. Und dann zu sagen, ich gehe jetzt los, verdammt, dann ist mir das alles egal mit der Arbeit, dann ist mir die Beziehung. Wir waren zweimal auseinander. Unsere Beziehung war echt und wir haben es hingekriegt wieder. Wir haben geredet, wir haben investiert. Ich habe viele Worte investiert, könnt ihr euch vorstellen, um diese Beziehung zu halten, weil sie mir das wert war. Also kämpfen, Mut zu kämpfen und nicht aufzugeben, ist ganz, ganz wichtig. Und es ist hart gewesen, aber es macht einen stärker. Jeder Zentimeter auf dem Weg gibt einem mehr Mut und mehr Zuversicht, weil es sich richtig anfühlt, weil es einfach einem gut tut. Du Und das hast ist. für dein Leben gekämpft. Ich habe Punkt für aus, mein für dein. richtiges Leben gekämpft. Ich habe wirklich gekämpft. Im Nachhinein frage ich mich, woher ich diese Energie genommen habe. Eben. Aber Leben ist vielleicht vorherbestimmt. Es sollte vielleicht alles so sein. Durch Zufälle mache ich Menschen im Radio sichtbar. Durch Zufall mache ich mich jetzt selbstständig. Und wer weiß, wo ich lande. Hattest du so einen Fixstern, also so oder so einen Anker? Weißt du, was ich meine? Weil du wusstest ja auch nicht wirklich, Ich kann wohin und es. wie es wird. Ich Also kann. etwas muss dich Nee. ja getragen haben. Das kann ich dir gar nicht sagen. Du hast so ein ganz grobes Ziel. Ich werde jetzt eine Frau, ist sehr plakativ. Es kommt von innen heraus. Und du hast so viele, viele. Ich bin manchmal so ein, zwei, drei Jahre weiter im Kopf schon. Das ist aber ganz diffus und ich weiß dann ungefähr, was ich machen muss. Es fühlt sich richtig an. Und das möchte ich jedem sagen. Mach einfach das, was deine Bestimmung ist. Und die Bestimmung habe ich vor kurzem rausgefunden. Jeder hat ja im Leben eine Aufgabe. Deswegen bin ich ja auch jetzt hier bei dir. Und das ist ja auch bei dir so ein bisschen eine Bestimmung. Meine Bestimmung ist, andere sehr wertvolle Menschen sichtbar, hörbar und erlebbar zu machen, die eine ähnliche Geschichte haben wie ich. Ich habe hier und da versteckt meine Gänsehaut gehabt und ich freue mich dann auf unser zweites Video. Vielleicht, wenn das Buch dann draußen ist, dann können wir nämlich auf die Zeit, die zwischen heute und dann der Zukunft vergangen ist, auch nochmal zurückblicken, was so alles passiert ist. Ja. Denn das ist es ja. Wir wissen es ja nicht, was passiert, was morgen passiert. Richtig. Also bleibt spannend und ich danke dir für deine Kraft und deinen Mut. Ja, das gibst du wirklich weiter. Ja. Jetzt unabhängig des Themas Transsexualität, sondern einfach nur sein eigenes Leben zu leben, Genau. egal was es Ja. ist. Vielen herzlichen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Auch wenn du vielleicht das Video in mehreren Etappen geschaut hast, aber immerhin zwei Daumen hoch. Und wow,
oder? Die Dana, eine sehr starke Frau. Motivierend, inspirierend und mutig. Wow, ich komme aus den Schwärmen nicht mehr heraus und ich freue mich auf ein zweites Video mit ihr, gegebenenfalls ein bisschen kürzer. In der Videobeschreibung unten findest du noch weitere Informationen. Nochmal die Links auf dem Video zu den Seiten von der Dana. Ich hoffe, dir hat Mutbringer heute auch Spaß gemacht. Like dieses Video, abonniere den Kanal, empfiehl es weiter. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Dein Peter.